Hiya da draußen! Heute nehme ich euch mal wieder mit in einen vollen Tag von mir. Gleich geht's auf in die Karl-Benz-Arena nach Stuttgart, wo der Demo Day der Startup-Autobahn stattfinden wird. Das heißt, da stellen sich die Startups vor, die letzten 3 Monate in diesem Accelerator-Programm gearbeitet haben. Danach mache ich mich gleich auf in die Design Offices, wo ich eine Veranstaltung zum Thema Arbeit 4.0 mit dem Thomas Sattelberger und dem Tobias Ködel moderieren werde. Freue ich mich auch schon total und es gibt definitiv Eindrücke von beiden Veranstaltungen inklusive einem Resümee von mir zu diesem Tag. Also, auf geht's! Der Demo Day, der 4. Demo bei der Startup Autobahn heute für mich. Die Pitches laufen noch, aber ich muss jetzt los. Gleich heute Abend das nächste Event Arbeiten 4.0 in den Design Offices. Mein Fazit für die Startup Autobahn heute, was soll ich sagen? Mir war das Event heute ein bisschen zu corporate. Noch mehr Leute da, ist gewachsen. Bisschen zu viele Anzüge, bisschen zu durchgetaktet, eigentlich auch schon die letzten Male. Können wir das nächste Mal ein bisschen mehr Startup machen, ein bisschen rockiger? Das würde ich mir wirklich wünschen, ein bisschen mehr Fokus noch auf die Startups zu legen. Das wäre richtig cool. Veranstaltung Arbeit 4.0 ist vorbei, ist gut gelaufen, tolle Referenten da gehabt, tolle Teilnehmer und ich sitze jetzt gerade hier mit der Veranstalterin, der Geschäftsführerin der Reinhold-Meyer-Stiftung hier in Stuttgart. Johanna, wie war die Veranstaltung für dich? War es gut? Ja, es war auf jeden Fall ein Wagnis heute mal, neues Setting, neue Redner, bekannter Moderator, aber es ist immer wieder auch ein Wagnis, über den Tellerrand hinauszuschauen, ein neues Format auszuprobieren. Aber ich würde sagen, heute total geglückt, richtig gut, total unterschiedliches Publikum, alt, jung, beschäftigt, Rentner, selbstständige Startups. Also ich würde sagen, wir haben die ganze Bandbreite ganz gut abgedeckt. Wir hatten ein cooles Setting hier mit ganz anderen Stühlen, andere Bestuhlung. Das hat auf jeden Fall das Thema der Veranstaltung gut untermalt und ja, würde sagen, darauf bauen wir auf, oder? So würde ich es auch sagen. Vielleicht noch 2-3 Worte zur Stiftung. Was wollt ihr erreichen?
Wir wollen, dass das Thema Digitalisierung positiv konnotiert wird. Wir sehen das als Chance, wir wollen das gestalten und wir möchten einfach Impulse setzen durch unsere Veranstaltungen. Wir als Reinhold-Meyer-Stiftung, aber auch als Friedrich-Naumann-Stiftung werden das Thema weiterfahren. Digitalisierung der Arbeitswelt, Arbeit 4.0, und wir freuen uns auf spannende Themen, auf spannende Redner. Wie heute hatten wir Thomas Sattelberger und Tobias Ködel von Daimler. Also ich glaube, da gibt es einen riesigen Schatz noch, den wir bearbeiten, und ja, wir sind bereit. Wenn es auch eure Themen sind, wo kann ich mehr über euch, dich und die Stiftung erfahren? Im Web, auf Facebook, die bekannten Kanäle, Reinhold-Meyer-Stiftung, Friedrich-Naumann-Stiftung hier in Baden-Württemberg. Ja, schreibt uns eine Mail und wir laden euch ein. Wunderbar. Oder schreibt mich an. Veranstaltung war definitiv gut und es wird bestimmt noch der eine oder andere geben. Absolut. Wunderbar, super. Also ich bin jetzt durch. Weiß nicht, wie es euch geht. Das war auf jeden Fall ein spannender Tag. Wir machen den Vlog jetzt zu, sehen uns beim nächsten. Ciao, ciao. Ciao.